Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Dragoon. Immer noch in Tiberoa. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Wo wir uns beim letzten Mal eigentlich schon fast durchweg umgesehen haben. Wir haben Bekanntschaft mit der... formuliere es mal diplomatisch, mit der etwas fragwürdigen Prinzessin Emile, hieß sie, glaube ich, gemacht. Und wir haben festgestellt, dass einige Läden hier zu haben. Wir sind im Planetarium gewesen, haben ein bisschen was über Sonne, Mond und Sterne erfahren. Nicht nur dort, sondern auch von den hier ansässigen Menschen. Und ich habe hier am Ende der letzten Folge schon angekündigt, mal eben geschaut, was ich schon besitze und was nicht. Also in Bezug auf die Accessoires, die wir hier kaufen können. Kann ich euch ja mal sagen, habe mir das ja hier notiert. Also Giftschuss besitzen wir einmal, Aktivring besitzen wir auch einmal, den Protektor, den habe ich noch gar nicht. Der liest sich jetzt auf den ersten Blick auch nicht so extrem wichtig, aber wir kaufen trotzdem mal einen. Ausnahmezustand, Waffenblockade, das ist bestimmt nervig. Keine Ahnung, ob wir damit schon in der Praxis mal Berührung hatten. Ich kann mich daran nicht erinnern. Panikschutz haben wir zweimal. Benommenheitsschutz haben wir auch zweimal. Mutamulett haben wir zweimal. Das hier besitze ich ebenfalls nicht. Ausnahmezustand Verhexung klingt irgendwie eklig. Wenn wir jemals die Prinzessin hier bekämpfen müssen, kann die das wahrscheinlich. So wie die hier aufgetreten ist beim letzten Mal. Krafthandgel. Also ich weiß, dass das eine Abkürzung ist, aber so liest sich das jedes Mal für mich. Besitzen wir einmal. Ritterschild haben wir zweimal, allerdings auch angelegt. Also keine verfügbaren Dinger mehr davon. Und das hier besitzen wir gar nicht. Wir haben nur ein Amulett-Krgsge. Aber das Amulett-Krgsge ist wahrscheinlich was anderes als das hier. Und deswegen kaufe ich das einmal, auch wenn 1000 natürlich wehtun. Aber haben oder nicht haben, ne? Es gab ja noch so einen anderen Händler, der hatte auch sehr, sehr interessante Accessoires im Angebot. Also im Angebot waren sie wahrscheinlich nicht, aber er hat uns angeboten, sie käuflich zu erwerben für einen horrenden Preis von je 1000. Aber dafür reicht das Geld jetzt nicht, aber ich würde ganz gerne, wenn wir noch ein bisschen Geld sammeln sollten, ganz gerne dieses Teil kaufen, was uns die MP befüllt, in dem Moment, wo wir physischen Damage einstecken müssen. Und ja, das werde ich mir mit Sicherheit irgendwann nochmal zulegen. Auf jeden Fall ist das jetzt der letzte Part meiner Aufnahmesession. Also alles, was ihr mir unter das letzte und unter das vorletzte Video geschrieben habt, habe ich jetzt noch nicht gelesen, werde es aber mit der nächsten Aufnahme dann registrieren und gegebenenfalls auch umsetzen, je nachdem, was ich hier vielleicht verpasst haben könnte. Der Zugang zur Burg wird nur mit Erlaubnis gewährt. Okay, und das heißt im Klartext, wie komme ich an diese Erlaubnis? Ich hätte jetzt ja eigentlich erwartet, dass wir hier durchkommen. Wir haben jetzt nämlich offiziell keinen anderen Weg, außer jetzt hier weg von der Weltkarte, aber das, also auf der Weltkarte, weg von diesem Ort so rum. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt nicht hier vielleicht irgendwas getriggert wurde, weil ich kann mir vorstellen, dass mit dem Auftreten der Prinzessin hier vielleicht irgendwas Neues passiert ist. Ah, wisst ihr, wo ich noch nachgucken kann? In der Bar. Denn die Bar, die hatte geschlossen, als ich da gewesen bin. Wo waren die nochmal? Ich glaube hier nach oben, ne? Kann man das immer merken, weil der Typ, der davor rumspaziert, der meinte immer, dass wir, dass das irgendwie im zweiten Stock ist. Guck mal, da rechts hinten, dieser Balkon oder was das sein soll. Ja, da waren wir auch noch nicht. Ja, sie ist Tatsache Kaffee. Beim letzten Mal war das noch nicht so klar. Willkommen, kommt rein, geht ganz bis nach hinten durch. Das soll nämlich die Lester-Schwester sein, die immer zu viel plauscht, hat uns der Barkeeper mal erzählt. Oh, die sind vielleicht langsam. Ich glaube, ich ahne langsam, worauf er hinaus wollte. Sie spricht ihre Gedanken wahrscheinlich immer ungefiltert aus oder so. Ihr seid von außerhalb, nicht wahr? Ja, ich bin mal ehrlich. Ja, das sind wir. Wusste ich doch. Ich habe sofort bemerkt, dass ihr nicht von hier seid. Ist das jetzt ein Problem? Ihr Jungs, riecht wie Exoten. Lasst mich euch die Stadt schnell vorstellen.
bisschen was haben wir ja schon gesehen. Ihr habt bestimmt schon viele sternförmige Dinge in dieser Stadt gesehen. Ja, das kann man so sagen. Es gibt Verzierungen auf den Dächern oder Mosaike auf den Straßen, stimmt's? Das ist, weil die Tiberiana den Sternen vertrauen. Alle? Natürlich haben wir eine sehr fortschrittliche Astronomie. Das ist doch die Lehre von den Sternen. Hört sich wunderbar an. Richtig. Wir sind hier, um Leute zu suchen. Das hat aber nur gedacht, oder? Und nicht ausgesprochen. Oder zumindest geflüstert. Was hast du gesagt? Was flüstert ihr zwei da? Interessiert ihr euch jetzt für Sterne? Ja, ich gehe mal mit. Ich meine, wir können das andere Thema ja danach immer noch umreißen. Erst ein paar Sympathiepunkte sammeln und so. Ja, tun wir. Wirklich, um ehrlich zu sein, ich liebe es, mit Ortsfremden über Sterne zu reden, während ich an der Bar arbeite. Nun, die Sterne sind unter dem Himmel, sie sind aber ein Stück über den Wolken. Auch wenn sie weit weg sind, leuchten sie noch, weil jeder Stern einen Leuchtturm hat. Das ist so süß. Diese Theorie ist einfach so herzallerliebst. Und weil jeder einen Leuchtturm hat, verirren sie sich niemals am Himmel. Und? Hey, Kaffee, mach's den Kunden nicht so schwer. Okay. Tut mir leid, ich muss zurück an die Arbeit. Aber warum kommt ihr nicht später nochmal? Ich habe viel zu erzählen, außerdem ist gar nicht so viel zu tun. Okay, alles klar. Und ich habe beim letzten Mal hier, weiß Gott, was für Verschwörungstheorien ins Leben gerufen, als ich dachte, dass sie vielleicht immer zu viel plappert und dass sie so ein krimineller Laden sein könnte. Ja, so viel zu dem Thema. Da habe ich ihr wohl ein bisschen Unrecht getan. Oh. Möchtet ihr euch noch ein bisschen mit mir unterhalten? Jetzt ist es in Ordnung. Mein Chef beobachtet uns nicht mehr. Kommt mit, ganz bis nach hinten. Ich weiß, eigentlich wollt ihr mich über was anderes... als die Sterne befragen. Ah, war also gut, was ich geantwortet habe, ne? Ich habe eigentlich nicht mal auf den Reden-Knopf gedrückt. Ich bin einfach nur auf sie zugelaufen und dann startete das Gespräch. Ja, wir suchen einen Mann namens Lloyd. Lloyd? Kennt sie ihn etwa? Das würde mich jetzt ja fast überraschen, wobei der wird hier wahrscheinlich auch schon mal aufgekreuzt sein. Ich weiß nicht, wenn Fräulein Kaffee es nicht weiß, bedeutet das, dass er wahrscheinlich nicht in dieser Stadt ist. Ja, oder du kennst ihn unter einem anderen Namen. Vielleicht sollten wir weniger nach dem Namen fragen, sondern nach seiner Personenbeschreibung. Habt ihr immer noch Interesse, etwas über Sterne zu erfahren? Ja, wir bleiben mal dran. Ich glaube nämlich, je mehr wir uns dafür interessieren, desto eher ist sie gewillt, uns auch zu helfen, hoffe ich. Uhu. Tut mir leid, ich weiß nur die Dinge, die jeder andere auch weiß. Habe ich jetzt gerade das Falsche genommen? Nee. Wisst ihr was? Ich stelle euch jemanden vor, den ihr bestimmt mögen werdet. Es ist ein Astronom namens Fester. Er ist verrückt nach dem Mond, der niemals untergeht. Ich glaube, er kann euch viele interessante Dinge erzählen. Ich bin sehr gespannt. Der Mond, der niemals untergeht? Du weißt schon, der da drüben, der komische Stern, der die ganze Zeit am Himmel ist, Tag und Nacht. Ich habe gehört, er forscht über das Verhältnis zwischen einem Monster namens... Oh, jetzt wird's interessant. Schwarzes Dingsbums und dem Mond, der niemals untergeht. Aha, ich glaube, da sperrt der Darts ganz besonders seine Lauscher auf. Warum geht ihr nicht mal vorbei? Er wohnt nebenan. Da war zuletzt zu. Hey, Kaffee, hör auf dich herumzutreiben. Es ist schon dunkel draußen. Okay. Tut mir leid, ich muss zurück an die Arbeit. Ja, vor allen Dingen, weil hier auch so wahnsinnig viele Gäste rumkraucheln, ne? Abseits von unser einer. Kann ich jetzt trotzdem rein? Ja. Oh, Menschen sind da. Tatsache, der Laden wird noch von anderen Leuten besucht. Ich bin begeistert. Kaffee ist fleißig, aber sie quasselt zu viel. Ach, uns hat sie gut geholfen. Kaffee ist ihr die oberste Klatschtante. Sie vergisst sogar die Bestellung. Tja. Och, ich mag sie. Ich finde sie irgendwie süß. Ich mag so dezent vertrottelte Menschen. Manchmal. Kommt auf den Kontext an. Platinblondes Haar. So jemanden habe ich, glaube ich, in einer Stadt gesehen. Und du weißt nicht mehr, in welcher. Platinblondes Haar ist selten bei jungen Leuten. Vielleicht aus Stress. Das ist eine Frau, ne? Ich dachte am Anfang, das wäre ein Kind, aber ich glaube, das ist eine voll ausgewachsene und so. So, na, Kaffee? Was gibt's sonst noch? Prinzessin Emils Persönlichkeit hat sich vor etwa 6 Monaten verändert. Das war, weil... Eigentlich kenne ich den Grund nicht. Oh, okay. Was bloß in Prinzessin Emil gefahren ist, plötzlich wurde sie aufmüpfig. Das ist nicht normal.
Also wenn Kaffee das nicht weiß, dann wird das ja wahrscheinlich auch kein anderer wissen, schätze ich mal. König Albert von Sergio ist auf eine Reise gegangen. Ja, der steht zwar nur direkt vor dir, also nicht in Form von Data, aber in unserer Gruppe, aber hey, wahrscheinlich ist er des langen Krieges müde. Vielleicht wollte sich König Albert in einer heißen Quelle ausruhen. Genau das wird es gewesen sein, nämlich in der Badewanne von Rose oder so. König Albert von Sergio ist auf eine Reise gegangen. Ja, König Albert ist ein gewissenhafter Mann. Vielleicht ist er unterwegs, um die Weltlage zu ergründen. Ja, so könnte man das eigentlich übersetzen. So machen sie das meiste aus... beim letzten Mal war hier aber ein anderer Text, oder? Beim letzten Mal war das minimal was anderes, auch wenn ich es jetzt nicht beschwören will, aber... Ich glaube, das war ein anderer Text, auch wenn ich den jetzt so nicht mehr zusammenkriege. So, gut, dann sind wir jetzt hier erstmal durch, haben ein neues Ziel und draußen... Oh, hallo. Alles okay bei dir? Prinzessin Emil, ich habe dich angehimmelt, aber... Aber jetzt bist du scheiße. Prinzessin Emil, als Mitglied deines Fanclubs bin ich schockiert. Oh, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Also ich würde direkt austreten. Ich meine, du kannst ja wieder eintreten, sollte sie sich irgendwann wieder normalisieren. Dann, geht das ja wahrscheinlich immer noch... Oh! Guck mal, wie schön das ohne die Pfeile aussieht. Wow, ich bin so begeistert. Ey, die Stadt gefällt mir bei Nacht ja fast noch besser. Die ist echt wunderschön ausgeleuchtet. So, geht bitte nachts auf keinen Fall nach draußen. Kürzlich waren Räuber in der Stadt. Ja, seid bitte vorsichtig. Die Räuber sorgen nachts für Ärger. Ja, das wissen wir schon, aber wir wissen uns, glaube ich, ganz gut zu verteidigen. Danke trotzdem. Das Stadttor ist schon geschlossen. Wartet bitte bis Sonnenaufgang, wenn ihr die Stadt verlassen wollt. Ach so. Die Räuber kommen nass, also schließen wir das Tor. Sehr schön. Wow. Solche Sicherheitsmaßnahmen würde ich mir manchmal auch für Berlin wünschen. So, die Frage ist jetzt, sind die Häuser, die vorher unbewohnt, also... leer waren oder nicht... Die sind jetzt offen. Guck mal, das sind die beiden Gebäude, ne? Ja, die seinerzeit verschlossen geblieben sind. Hallöchen, wo bin ich denn hier gelandet? Es sieht gut gepflegt aus. Der Besitzer scheint Pflanzen wirklich zu lieben. Das ist doch schön. Ah, das ist der Typ, der tagsüber da draußen, ne, bei den Blumen ist. Mit dem wir zuerst gesprochen haben, zuallererst. Wenn doch nur jemand käme, um sich meinen Plan zur Begrünung anzuhören. Darüber könnte ich die ganze Nacht lang reden. Ich wünschte, es gäbe irgendwo jemanden, der für meinen Begrünungsplan Verständnis hat. Oh, der tut mir gerade irgendwie voll leid. Ich könnte, würde ich für den irgendwie Partei ergreifen, aber die Leute hier scheinen aktuell eher andere Probleme zu haben. Wenn die behoben sind, dann wird hier vielleicht auch mal wieder jemand zuhören. Ist sie gut gepflegt? Achso, das kennen wir schon. Okay, so, was haben wir hier noch Schönes? Ey, komm, das schreit doch hier schon wieder nach einem Stardust, oder? Oder? Was ist denn hier alles? Ey, hast du teilweise so Nischen? Da weiß man gar nicht, warum man da rein kann. Und wenn man dann drin ist, dann weiß man gar nicht, warum man nichts aufheben kann. So, ich würde aber meinen, dass wir hier jetzt nichts weiter haben. Außer schöne Pflanzen. Und einen traurigen Bewohner. Den Pflanzenflüsterer, so nenne ich den ab jetzt. So, und das hier müsste das Liebesnest sein. Oder wie das hieß, oder Liebeshöhle oder so. So war das zumindest ausgeschildert, als die Tür noch verschlossen war. Jetzt bin ich ja gespannt. Ist das hier irgendwie der örtliche Puff oder so? Oder interpretiere ich da zu viel rein? Obwohl es Nacht ist, sieht diese Pflanze sehr munter aus. Okay, was willst du mir damit sagen? Warum soll denn eine Pflanze nachts nicht auch munter aussehen? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ja, wo wir frisch verheiratet sind, gehen wir noch vor Nello schlafen. Willst du den Grund wissen? Den solltest du wissen. Ja, Nello studiert Tag und Nacht seine Pflanzen und das können wir nicht tun. Auch wenn wir frisch verheiratet sind. Aha. Okay. So, dann bin ich aber immer noch nicht so ganz darüber im Bilde, was es mit dieser... Häuserbezeichnung hier auf sich haben sollte. Oh, das ist wieder so eine Ecke, wo ich nur ganz schwer an dem vorbeikomme. Wenn überhaupt. Komme ich jetzt... Nein, falsche Richtung. Okay, wir gucken erstmal oben. Ich
wette, da ist wieder ganz fies irgendein Stardust versteckt. Ah, guck mal an, warte mal, das hier schalte ich mal wieder ein. So, was haben wir denn hier Schönes? Gibt es irgendwas zum Mitnehmen? Nee, aber jemanden zum Quatschen? Ich finde das so süß. Diese Definition, dass diese Annahme, dass sich auf jedem Stern ein Leuchtturm befindet und die deshalb so hell sind, ey, das ist irgendwie richtig charmant. Heute ist ein klarer Sternenhimmel. Wenn ich die Sterne betrachte, kann ich für kurze Zeit meine Probleme vergessen. Das ist schön. Boah, er war von so einer Aussicht aus, also hier vom Dach, ey, ist das echt total schön. Kein Wunder, dass so viele Dächer hier so flach gehalten sind, ne? Weil die Menschen es wahrscheinlich häufiger nutzen, um dann nachts einen Blick auf die Sterne zu erhaschen. So, mein Freund, gehst du auch? Ne, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der hier nach vorne kommt. Ja, der, aber solange der nicht da nach rechts läuft, komme ich auch an dem nicht vorbei. Also wenn ihr mir jetzt unter diesem Video nicht irgendwie reinschreibt, dass sich dort irgendwas verbirgt, dann hake ich dieses Gebäude hier mal für mich ab. Aber heftig, zwei Gebäude, die man nur nachts betreten kann und in beiden ist irgendwie nichts drin. Finde ich ja erstmal nicht so toll. Aber egal, dafür haben wir das ein oder andere interessante Gespräch geführt. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich tatsächlich nicht raus kann. Ja, da rufe ich sie direkt auf den Plan. Sehr schön. Meine Ausgangssperre wurde verhängt. Zum Schutz vor Banditen. Das ist sehr löblich. Oder auch nicht. Ich hoffe, wenn irgendwas davon gefaselt, dass ich diese Sicherheitsmaßnahmen löblich finde. Auf der anderen Seite, wenn man nachts nicht mehr rausreisen könnte, wäre das irgendwie auch ganz schön einschränkend, ne? Aber gut, die Leute haben ja auch direkt vor ihrer Haustür Gegner. Ich glaube, das ist auch nicht so vergleichbar mit dem, was wir immer so haben. So, die Frage ist, lohnt es sich jetzt? Warte mal, was ist denn das hier? Lass mich mal kurz vorbei, mein Freund. Hier ist jetzt zu. Es ist Nacht, natürlich ist es geschlossen. Was war denn in dem Haus nochmal drin? Das klang gerade so tadelnd, so das Spiel. Natürlich ist das geschlossen, bist du bescheuert? Es muss das Haus nebenan sein. Ja. Ich frage mich, ob Herr Fester wohl zu Hause ist. Ja. Vielleicht wäre es nochmal cool gewesen, nach hinten zu gehen. Und zu gucken, laufen die jetzt direkt rein? Vielleicht nicht? Die Lichter sind aber an. Lass mich mal sehen. Ja. Am besten jetzt so Brüste ins Guckloch halten, ne? Das wird bestimmt voll Eindruck schinden. Herr Fester, sind Sie zu Hause? Ja, ich bin da. Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe den Mond bewundert. Naja, aber sobald eine schöne Frau an deine Tür klopft, bist du wieder hellwach und dabei, ne? Kommt da rein, bitte, unterhalten wir uns drin. Ja, hätte er mich jetzt nochmal gelassen, wäre ich nochmal in Richtung Norden gegangen. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wir hier fertig sind mit Schnacken, dass wir immer noch in der Nacht hier rumlaufen können. Wir sind gekommen, um dich über den Mond, der niemals untergeht, zu befragen. Oh, über den Mond, der niemals untergeht. Wartet einen Moment. Lass mich ein paar Sachen holen. Mach das. Ihr interessiert euch ja für komische Sachen. Ja, du doch auch. Aber ich kann natürlich über andere Menschen nicht urteilen. Schaut euch das an. Oh oh, was genau? In der Astronomie kann es einen Mond, der nie untergeht, nicht geben. Es kann ihn nicht geben? Genau. Die Sterne bereisen den Himmel auf den Schwingen des Zeitenwindes. Doch dieser Mond steht außerhalb der Zeit. Er bewegt sich weder am Tag noch nachts. Deshalb heißt er der Mond, der nie untergeht. Nach 108 Jahren, wenn der Mond, der nie untergeht, rot glüht, steigt das Mondkind zur Erde herab und füllt die Welt mit seinem Segen. Das Gedicht ist eine Prophezeiung des Mondes. Aber in Wirklichkeit sehen wir nur die Angst und die Zerstörung, die das schwarze Monster mit sich bringt. Das schwarze Monster. Thank you.
wie so ein Dämon und kein Segen für die Welt. Was bedeutet das? Dieses Geheimnis ist noch ungelöst. War schön visualisiert. Ich musste gerade Ich musste das gerade so laut machen bei mir im Headset. Ich habe das am Anfang fast gar nicht verstanden. Ihr werdet davon nicht so viel mitbekommen, weil ich das ja im Nachgang immer lauter mache, aber meine Güte. So, gut, also. Ich hatte nicht gedacht, hier Informationen über das schwarze Monster zu bekommen. Obwohl das ja in der Bar angedeutet wurde, ne? Dass es da einen Zusammenhang gibt. Also zumindest einen Zusammenhang, für den sich Fester interessiert oder den er dort sieht. Jetzt wissen wir auch warum. Hilft euch das weiter? Ja, meinst du nicht auch, Dart? Dass ich erstmal die Bestätigung auch von ihm abholen muss. Sehr gut. Es ist mir ein Vergnügen, einer so wunderschönen Dame weiterzuhelfen. Das war so klar. Dart. Wer hast du gesagt, ist wunderschön? Ich weiß nicht. Ja, komm ey, wir gehen mal hier voll auf Shana und so. Die beiden müssen unbedingt ein Paar werden. Ich glaube nicht mehr, dass wir zwischen Dart und Rose irgendwas reißen können. Aber andererseits ist Fester natürlich nett. Ich nehme trotzdem das untere. Gucken wir mal, wie er reagiert. Wer hast du gesagt, ist wunderschön? Hey! Ach so, war das als Beleidigung? Ich dachte, ich interpretiere das immer falsch. Ich dachte, dass er jetzt vielleicht sowas wie Eifersucht an den Tag legt und dass sie das cool findet. Also irgendwie soll ich mit Shana nicht glücklich werden, scheint mir. Man kann etwas ja auch mit anderen Augen sehen. Was? Wie dem auch sei. Hör auf. Was? Okay, ja, ich bin echt... Also ich glaube, ich bin echt unsensibler als jeder Mann, ey. Ich erkenne irgendwie alles falsch, was sie will und kann sie irgendwie nicht richtig deuten. Ich finde das irgendwie zu kompliziert, ja. Es ist wirklich toll, einen guten Freund zu haben. Macht mich richtig neidisch. Okay. Was war das? Oh, es ist schon spät. Ich muss mich beeilen, sonst wird die Prinzessin warten müssen. Die Prinzessin? Von der Astronomie kann man nur schwer leben. Ich arbeite noch als Gouverneur von Prinzessin Lisa. Ach, das ist die andere. Okay, die haben wir noch nicht gesehen. Ist sie denn wenigstens ein bisschen netter? Oh, wenn ihr den Mond, der niemals untergeht, mal sehen möchtet, dann geht hoch und schaut mal durchs Teleskop. Es ist schon auf den Mond ausgerichtet. Ich gehe jetzt in Richtung Burg. Ja, lässt er uns hier einfach bei sich zu Hause. Ist okay und total realistisch. Viele Dinge sind nur achtlos platziert. Da fehlte ein T. Ja, aber wir wissen trotzdem, was das Spiel uns sagen möchte. So, und jetzt geht hier wieder das große Gesuche los. Denn auch dieser Ort mit all seinem Krempel sieht so aus, als könne man hier schöne Sachen finden. Ihr wisst wahrscheinlich überhaupt nicht, worauf ich hinaus will, ne? Das mit Shana ärgert mich jetzt, ey. Da wollte ich jetzt mal was Gutes tun und hab das schon wieder vollkommen falsch interpretiert, ey. Schlimm mit mir, schlimm. Tja, vielleicht kann ich doch irgendwann nochmal was zwischen Rose und Dart reißen, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob ich finde, dass die beiden zusammenpassen. Nein, ich wollte nicht raus. Menno, ich wollte mir doch den Mond angucken. Mond gucken. Uns zwar keinen Eintritt bezahlt, aber wenn er uns das schon anbietet, dann sollten wir das doch auch nutzen, oder? Oh, schön sieht's ja aus. Erstmal gucken, ob wir irgendwas finden können. Ein tolles Teleskop, ich möchte kurz hineinschauen. Was du möchtest, ist irrelevant, Dart. Wenn ich sage, du gehst da nicht hin, dann gehst du da nicht hin. Aber du hast Glück, dass ich so eine herzensgute und interessierte Person bin. Also rauf da. Und mal gucken. Der Mond, der nie untergeht. Das ist der Mond, der nie untergeht. Jawohl. Danke, das weiß ich auch. Ich finde es aber schön, dass ihr immer so miteinander kommunizieren, Dart. Ich finde es toll, dass du mir zuhörst, wirklich. Das kann nicht jeder. So. Okay, warte, gucken wir jetzt mal nochmal, ob er irgendwas anderes sagt. Das Ding bewegen kann ich allerdings nicht, ne? Der sieht aber auch wunderschön aus. Echt totaler Hingucker. Kann nicht verstehen, dass er so fasziniert ist davon. Ich kann generell Astronomen irgendwie verstehen. Ich hatte in meinen jungen Jahren
ich will jetzt nicht sagen, als Kind, irgendwas zwischen Kindheit und Pubertät, eine Zeit lang auch den Wunsch, Astronom zu werden. Damals sogar Bücher gehabt, also so Kinderbücher, die die Planeten und so erklären und mit so ein bisschen was an Texten zu Sternen und Sternbildern und so, und fand das seinerzeit total faszinierend. Hat sich dann aber relativ schnell verlaufen, weil sich dann auch die Interessen ja immer verschieben. Ihr kennt das ja sicherlich. Und naja, erinnert mich aber an diese kurze Phase von damals. So, hier kamen wir seinerzeit auch rein. Ich weiß nicht, ob drin, wir gucken uns das gleich mal kurz an, auch andere Leute zum Quatschen sind. Ich sehe kein bisschen verdächtig aus. Ich bin ein normaler Bürger auf einem normalen, was? Was? Nein, ich glaube, da stand Abendspaziergang. Na, alle Häuser sind verriegelt. Oh, da ist aber jemand traurig, ne? Nein, du bist überhaupt gar nicht verdächtig. Mm-mm. So, es ist Nacht, natürlich ist es geschlossen. Alles klar. So, war hier nicht links irgendwie noch was? Achso, ja, doch, genau, das hier, das ist aber auch zu. Ja, na klar, ey, guckt euch den mal an, ey, wie der hier schon rumlungert, ja. Und keine Wache weit und breit. Also, wenn der jetzt gleich irgendwo einbricht, dann bekommt das hier wahrscheinlich auch keiner mit. So, warte mal. Hallo? Wieder zu blöd, die Leiter zu treffen. Wow, ey, guck mal, schon allein für die Aussicht hat es sich doch gelohnt, hier nach oben zu klettern, oder? Ist das nicht schön? Sterne sind heute besonders schön. Das stand beim letzten Mal auch hier, oder? Die Lichter der Stadt bieten einen netten Anblick, aber die Sterne sind doch etwas anderes. Ja, nee, der Text war doch nicht beim letzten Mal. Und noch irgendwas Neues, bevor wir hier... Was? Ja, okay, das ist das Gleiche. Ach so, da steht jemand. Da steht jemand. Ich verstehe. Deswegen auch ein anderer Text. Na klar, ist ja auch die beste Zeit, um da durchzuschauen, ne? Zugang zum Ausgang nur. Ja. Okay, super. Was mache ich jetzt? Ich dachte, wir können jetzt hier irgendwie fester über den Weg laufen, aber offensichtlich nicht. Selbst die Klinik ist nachts zu. Ja. Das ist ja doof. Was ist, wenn ich mir nachts irgendwas kochen will und mir den kleinen Finger abschneide? Oder den Zeigefinger? Oder zwei? Wer hilft mir dann? Ich kann ja dann nicht mal raus und mir Auswärtshilfe suchen. Dann werde ich wahrscheinlich elendigst verbluten. Ist ja gemein. Voll die Horrorszenarien hier erstmal schön aufbauen. So, dann haben wir doch jetzt aber nichts mehr Großartiges. Raus komme ich ja nicht. Bei Festa sind wir gewesen. Ich könnte jetzt natürlich übernachten. Hier passiert auch nichts. Vielleicht in den beiden neuen Häusern, die jetzt betretbar sind. Ich glaube zwar nicht, aber naja, nach und nach müssen wir die Orte ja so oder so ablaufen. Gucken wir mal erstmal hier. Vielleicht ist er ja inzwischen wieder zurück. Nö, sieht nicht danach aus. Es sei denn, der krauchelt da oben rum. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dann wäre jetzt die nächste Anlaufstelle eigentlich die Übernachtung. Wenn sich dann nichts tut, dann... Ah, guck mal, hier stehen... Ah, hier sind andere Leute. Das ist gut. Hast du Prinzessin Emil gesehen? Ja, und auch gehört leider. Sie ist schön, aber wie kannst du sie anmutig finden? Was? Redest du gerade mit Albert oder was? Ich finde sie scheiße. Ist das wirklich Prinzessin Emil? Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht anders kennengelernt. Das könnt ihr, glaube ich, besser beurteilen als ich. Wer bist du? Ich wollte nach Donau, aber dort wüten jetzt Banden. Okay. Wenn der... Wegen der Banden kann ich mit dem Kind nicht durch das Ödland. Na, das ist doof. Soll ich euch Geleitschutz bieten? Ich mag zwar solche Missionen nicht, aber wenn es sein muss... So, der Kleine schläft. Also wenn das jetzt sein Kind ist... Prinzessin Lisa ist die jüngere Schwester von Prinzessin Emil. Sie ist liebenswert und nett zu ihrer Schwester. Prinzessin Lisa ist erst 15 Jahre alt, aber sie ist bereits sehr schön. Ich bin gespannt, wie sie aussieht, wenn sie älter wird. Wie alle immer voll aufs Aussehen abgehen. Also gut, bei so Königsfamilien, Leuten, Prinzessinnen, Adel, Gedöns, da kommst du ja auch persönlich kaum ran, ne, um den Charakter auch wirklich kennenzulernen. Donau hat einen Hafen, aber man kann dort momentan nicht in See stechen. Anscheinend treibt ein Seedrache dort nämlich sein Unwesen. Ah, wenn das mal nicht nach Boss klingt. Oh nein, das Schiff in der Bucht von Elisa. Elisa? Kann ich nicht nach vorne? Oh nein, die schönen heißen Quellen. Ich dachte, er sagt ja, die schönen heißen Bräute. Oh nein. Okay, auf jeden Fall ein paar Namen, die sich hier in der Nähe befinden sollen.
So, ansonsten gab es keine Häuser, die wir von innen betreten konnten, ne? Oh nein, wir haben heute kein Zimmer frei. Kommen Sie ein andermal zurück, tut mir leid. So schlimm ist das nicht. Wenn es wirklich dringend ist, können Sie vielleicht bei jemandem zu Hause unterkommen. Vielleicht mussten wir diesen Dialog auch triggern, damit jetzt hier woanders irgendwas passiert. Ich bin mir nicht so genau sicher. Ich gehe mal einfach nochmal kurz in die anderen Häuser. Zitat, ich bin mir nicht so genau sicher, ist glaube ich auch kein richtiges Deutsch, ne? Aber wurscht, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Ah, hier scheint sich was zu tun. Sehr schön. Den mag ich sowieso. Ist wahrscheinlich am Ende eine Frau, aber egal. Willkommen, ich bin Nello, der Vertreter des Begrünungsprojekts, das das braune Ödland in grünes und die Wüste in einen Wald verwandeln soll. Sehr schönes, ehrbares Ziel. Seid nicht so zurückhaltend. Ihr wollt doch, dass die Erde wieder grüner wird. Ja, natürlich. Ja. Habe ich mir auch gedacht. Es ist schon so spät. Es wird die ganze Nacht dauern, euch meinen Plan zu erklären. Die ganze Nacht, aber eigentlich macht uns das nichts aus. Ja, wir sind ganz Ohr. Schön, dass alle einer Meinung sind. Wir hatten ein paar Probleme. Wir konnten keinen Platz zum Übernachten finden und die Stadt dürfen wir auch nicht verlassen. Ich verstehe schon. Ich habe genügend Zeit, euch heute Abend über das Begrünungsprojekt zu berichten. Ja, aber schlafen dürfen wir auch noch hier, oder? Die Wiederbelebung der Wüste ist eine sehr interessante Angelegenheit. Genau, im Prinzip sollte eine Beziehung zwischen Menschen und Erde bestehen. Ja, warum sehen das die anderen denn nicht so? Ich habe eher das Gefühl, dass ihn keiner so für voll nimmt und nicht, dass die Leute ihm wirklich widersprechen oder so. Betrachtest du die Knospen? Ja, eigentlich duckt sie sich nur nach vorne hin, damit Dart ihr auf den Hinterkopf starren kann. Vielleicht sind das sowas wie Blumenknospen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Du hast noch nie Blumenknospen gesehen? Aber sowas gibt's doch in Seelis und Umgebung auch, oder nicht? Ich frage mich, wie die wohl blühen werden. Du bist davon ganz begeistert. Ja, das macht dich an, Dart, ne? Da stehst du voll drauf. Aber ich glaube, Shana kann... Ich glaube, alles, was Shana macht, findet sie toll. Und alles, was Dart macht, findet er toll. Beziehungsweise verdreht andersrum, ihr versteht? Ja, es ist immer gefallen, Blumen blühen zu sehen. Daran erinnerst du dich? Ja, ist wahrscheinlich wieder der totale Liebesbeweis. Das ist für sie wahrscheinlich wie so ein Heiratsantrag. Menschen sollten im Grünen aufwachsen. Genau, Grün gibt nicht nur dem Geist Frieden, sondern bietet auch andere wundervolle Dinge. Da fehlt ein N. Früchte, Gemüse, gute Luft, das finden wir alles im Grünen. Ja, ich nehme an, sie werden wirklich bis zum Morgen palavern. Der König ist so neugierig. Ja. So, ich hoffe, wir können Seelis eines Tages begrünen. Ja. Das ist aber nicht mein Fernseher, es wird wirklich so dunkel, ne? Die Frage hier ist, wie man die Begrünung fördert. Das ist die Kernfrage. Die Forschung benötigt viel Geld. Gute Nacht. Alle wahrscheinlich auf dem Boden eingeschlafen. Den Teppich nehmen wir als Kollektivdecke. Das wäre irgendwie ein witziges Bild. Aber immerhin haben wir die Nacht überstanden. Und konnten schlafen. Es sei denn, die haben bis in den Morgen reingeredet. Aber die Position der Leute sind etwas verschoben, oder? Wart ihr schon einmal in Donau? Man nennt es auch die Blütenstadt. Es ist eine wunderschöne Stadt voller Grün. Oh, mein Traum ist es, Tiberoa so grün zu machen wie Donau. Egal, was die Leute sagen, ich werde es schaffen. Ich drückte die Daumen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als würden wir das hier vielleicht sogar noch beobachten. Das wäre natürlich schön, wenn wir so ein paar Parts später hier nochmal zurückkämen und er dann sein Vorhaben umgesetzt hat. Das wäre toll. So, was ist jetzt hier los? So, ich dachte, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, guck mal, in dem Teil der Stadt waren wir bisher noch nicht, ne? Ich wollte eigentlich gar nicht raus. Immer noch kein Zeichen von Lloyd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaiser Dowell uns angelogen hat. Während seiner letzten Momente war mein Onkel wieder er selbst. Ich denke, wir können der Information Glauben schenken, dass Lloyd Richtung Tiberoa gegangen ist. Also können wir annehmen, dass sich unsere Wege bald mit Lloyds kreuzen werden. Ja, wenn er nicht schon wieder über alle Berge ist. Guck mal, wie Lassif Rose auf der Bank sitzt. Nur wo, um Gottes Willen?
Tja, gute Frage. Naja, auf jeden Fall kommt der König mit so einer kunterbunten Truppe wie uns klar. Anfangs habe ich mir noch Sorgen gemacht. Ich dachte, dass uns das königliche Ego schikanieren wird. Bitte, hört auf, mich zu verspotten. Beide, ich hätte gern, dass ihr mich wie euresgleichen behandelt. Wie ein Freund, der mit euch reist. Ja, ich glaube, ihr habt seine Loyalität und die Kommunikation auf Augenhöhe schon bewiesen, oder? Dart hat's nicht so drauf, höflich zu sein. Er bekommt immer Zungenkrämpfe, wenn er es länger versucht. Was? Dart war doch bisher immer voll höflich, finde ich. Ich weiß eure Besorgtheit zu schätzen, Euer Majestät. Hört auf mit dem Euer Majestät. Wir werden Probleme bekommen, wenn jeder das mitbekommt. Da hat er wohl recht. Wie dem auch sei, es ist jetzt vorrangig, Leute zu suchen. Ja, das ist nicht die einzige Stadt in Tiberoa. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es eine Stadt an der Nordseeküste, namens Donau. Lass uns dorthin gehen. Ja, nee, erstmal will ich hier noch gucken. Okay, gehen wir so schnell wie möglich. So schnell wie möglich, da hast du deine Rechnung aber ohne mich gemacht, mein Freund. Ich will nicht auf der Weltkarte sein. Danke. So, das ist auch gar keine neue Ecke, ne? Wo ich da gerade mit den Leuten geschnackt habe. Das ist einfach nur eine veränderte Kameraposition oder so. So, was geht hier ab? Prinessin, ey, inzwischen verschlucken die hier aber echt viele Buchstaben. Prinessin Lisa ist bestimmt unglücklich, weil sie sich Prinzessin in mir so verändert hat. Weiß ich, das kann ich nicht mal lesen. Passt doch gut, oder? Die können nicht richtig schreiben, ich kann nicht richtig lesen. Prinzessin Lisa ist die zweite Prinzessin des Landes. Sie ist die kleine Schwester von Prinzessin Emil. Das wissen wir schon, aber vielen Dank. Vielleicht wissen wir das sogar von ihr, keine Ahnung. Hallo, da ich vielleicht aus dem Türrahmen raus, vielen Dank. So, mal diese Erregung öffentlichen Ärgernisses hier. Eine Person mit platinblondem Haar. Eine Freundin hat mir gesagt, dass sie so jemanden gesehen hat. Aha. Ich weiß nicht, wo das gewesen sein soll. Tut mir leid. Ja, aber du könntest mir sagen, wo sich deine Freundin aufhält. Damit wären wir doch auch schon mal geholfen. So, gucken wir mal hier. Vielleicht weiß ja jemand in diesem astronomischen Gotteshaus weiter. Du zum Beispiel. Im Planetarium kannst du. Ja, das kennen wir schon. Ich will was über Lloyd hören. Ne, der ist uns keine Hilfe. Ich bete zum Stern, damit er die sanfte Prinzessin Emil zurückbringt. Oh. Oh Stern, bringe bitte die echte Prinzessin Emil zurück. Ja, die wird 100 Pro nicht sie selbst sein. Also, ich finde, die Leute sprechen hier eine deutliche Sprache. So, das hier kennen wir schon. Ich habe aber gar keinen Stern bekommen. Hätte mich auch nicht auf meinen Glauben getestet. So, das hier kennen wir schon mit Soa und so, pipapo. Ihr werdet in die Hafenstadt Donau kommen, nachdem ihr das Ödland durchquert habt. Gott, die Schiffe dürfen den Hafen nicht verlassen. Kennen wir das nicht auch schon? In der Bucht von Elisa wütet ein großer Seedrache und 10 Handelsschiffe sind schon gesunken. Nee, das ist neu. Das ist neu. Wollen wir mal bei den beiden Turteltäubchen nachgucken? Da im rechten Teil des Planetariums. Das hier kennen wir ja schon. Geben wir uns die Vorführung jetzt nochmal? Das kann ich wahrscheinlich entscheiden. Nein! Nein! Das war zwar wunderschön, aber ich kenne das doch schon. Kannst du mich vielleicht zukünftig mal fragen, ob ich das möchte? Ja, es ist schön. Oh, ich cutte mal eben. So, jetzt habe ich mir das Spektakel nochmal gegeben. Ja, achso, nee, doch noch nicht ganz durch. Ich wollte eigentlich jetzt wieder raus. Ja, gerne, danke. Also, ganz meinerseits, aber trotzdem frag deine Besucher lieber, ob sie die Vorstellung möchten. Ich habe mich gerade ein bisschen eingesperrt gefühlt. Gibt aber trotzdem keine Abzüge in der B-Note, alles gut. So, und jetzt sag mir nicht, dass ich mir jetzt hier den Dialog nochmal geben muss. Doch. Ey, ist das euer Ernst? Okay, dass ich einige Dinge hier offenbar doch doppeln, würde ich mal sagen. Müssen wir jetzt nicht nochmal in alle Gebäude rein. Ich werde noch eine Sache versuchen, bevor wir uns auf den Weg nach Donau machen. Und zwar mal gucken, ob ich jetzt im nördlichen Teil irgendwie weiterkomme. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch wieder aufgehalten werden. Das ist okay. Ich kann auch draußen nochmal gucken, ob irgendjemand was Neues erzählt. Aber ansonsten
setzen wir unsere Reise fort, so wie das Spiel es vorsieht. Das hier kennen wir schon. Open Sesame Meal, auch wenn du für immer so bleibst, gehört dir doch mein Herz. Was? Ich werde immer ein Mitglied in deinem Fanclub bleiben und dich mein Leben lang bewundern. Interessant. Die Banden sind überall. Prinzessin Nimedre durch, ein Seedrache und ein Geisterschiff tauchen in der Bucht von Elisa auf. Dieses Land ist verflucht. Ja, es klingt nicht ganz so friedlich und entspannt, wie man sich das wünscht. So, und hier komme ich weiterhin nicht durch. Alles klar. Und dann können wir mal gucken, ob wir bei Festa vielleicht noch irgendwie was haben. Denn des Nachts konnten wir rein. Jetzt kennen wir uns ja schon, bin gleich wieder da, wo auch immer der sich rumtreibt. Wahrscheinlich irgendwo bei der Burg. Vorsichtig sein auf dem Weg nach Donau, ja. Aber warte mal, speichern kann ich ja auch draußen. Was war hier nochmal? Schon wieder so dezente Anflüge von Gedächtnisschwund. So, das hier kennen wir schon. Hier, genau, hier haben wir den Namen Nello auch das erste Mal gehört und wir haben zum ersten Mal von dem Räuberproblem gehört. Alles klar. Gut, da fühle ich mich jetzt gut informiert. Ob wir hier alles haben, ist dann ein anderes Thema, aber darauf muss ich mich verlassen. Ansonsten, wenn dem nicht so sein sollte, dann werde ich das mit der nächsten Aufnahmerunde gerne nachholen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist das Ödland, alles klar. Ich will nur gucken, wo uns diese Route hier hinführt. Ich hoffe, ich werde das jetzt nicht mit meinem Leben bezahlen. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Oha, wieder ein komplett neues Szenario. Aber genau so stellt man sich ja auch in Ödland vor. Passt, finde ich schön. Ich mag, wenn sich das abwechselt. Mir ist zwar grün tendenziell immer lieber als Staub und Sand und sowas hier. Starker Mann, ich glaube, den kennen wir schon. Aber ich mag auch die Abwechslung, deswegen ist das okay. Solange es nicht auf irgendwie so ein mechanisches Industriegebiet oder so hinausläuft, das ist immer so die Umgebung, mit der ich mich am wenigsten anfreunden kann, soll mir das auch so recht sein. Also wenn das jetzt bei diesem Gegnertypen bleibt, dann werde ich den nächsten auch rausschnibbeln. Denn so spannend sind die jetzt nicht. Aber hier wird es bestimmt auch wieder unterschiedliche geben, schätze ich mal. Ich habe das Gefühl, als hätte ich in der Stadt noch irgendwas vergessen, was ich einkaufen wollte. Okay, was auch immer da hinten ist. Ja, das war auch wieder der gleiche Gegner, sonst wärt ihr drin geblieben. Aber den kennen wir. Ich glaube, das ist schon eine Weile her, seit wir den zum ersten Mal gesehen haben. War das nicht sogar in dem Schrein, wo wir die Blume für Shana gesucht haben? Ich glaube, da haben wir die zum ersten Mal gesehen. Absperrungsstation. Komme ich jetzt in beide Bereiche rein? Ich guck mal eben kurz. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ich sag aber nicht, dass ich dafür CD1 wieder einlegen muss. Nee. Und hier müsste ich ja dann... Ja. I see. Ich verstehe. Cool. Ja, also ein paar kleine sinnlose Zufallskämpfe sind meistens gar nicht so sinnlos, weil man hier mal ganz gut die Zusätze trainieren kann. Also mit Shana verteidige ich hier in solchen Kämpfen, die ich rausschneide, immer und greife mit den Jungs an, damit sie da ein bisschen leveln können. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier müssten wir ja auch schon gewesen sein, oder? Ich glaube, in Sergio haben wir sowohl den nördlichen als auch den südlichen Teil schon durch. Ich will das der Vollständigkeit halber aber gerne einmal mit eigenen Augen sehen. Dart hat gerade irgendeine Zustandsveränderung davon getragen, von diesem grünen Schleimgegner. Keine Ahnung, das sah aber irgendwie nicht nach Gift aus, sondern eher nach blind. Tut mich immer noch so schwer, diese Dinge auseinanderzuhalten. So, und hier sind wir in Hoax. Alles klar. So, das heißt im Umkehrschluss auch, dass ich theoretisch wieder zurück nach Vale könnte. Und wenn ich nach Vale kann, dann heißt das, dass ich theoretisch auch wieder zu Lavits Mutter gehen könnte und mit ihr nochmal sprechen könnte wegen Lavits. Die Frage ist jetzt, weil das ist mit einem guten Laufweg, glaube ich, verbunden. Die Frage ist, ob ihr das sehen wollt, ob ich das machen soll
oder ob ich mir das knicken kann. Ich weiß nicht, ob ich von ihr irgendeine Belohnung bekomme, irgendwas. Und würde die Entscheidung deshalb ganz gerne in eure Hände übergeben. Also, wenn ihr mir unter diesem Video zurückmeldet, dass ihr das sehen möchtet, dann werde ich mir den ganzen Weg nochmal antun. Oder wenn ihr sagt, es lohnt sich. Ansonsten, wenn ihr sagt, das ist überflüssig, dann kann ich mir das knicken. Also ganz ehrlich, ich brauche jetzt den ganzen Weg nicht zurücklegen, wenn sie am Ende sagt, dass das schrecklich ist und dass sie uns viel Glück für unsere Reise wünscht. Und also für das, was man eigentlich erwartet, lohnt sich der Weg in meinen Augen nicht. Wenn da allerdings irgendwas Überraschendes passiert oder man eine interessante Belohnung bekommt, dann mache ich das sehr gerne. Also gebt mir ruhig Bescheid, ob ja oder nein. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch mit der nächsten Aufnahme warten kann. Muss ich mal gucken. Das hier ist die Folge vom Sonntag, ne? Weiß ich noch nicht. Ich kenne meinen Dienstplan für die nächste Woche noch nicht im Einzelnen. Deswegen, müsste ich dann mal schauen. Auf jeden Fall ist das Spiel abgespeichert. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was geschafft. Und wir werden beim nächsten Mal... Und ein neuer Gegner. Super. Du hast mir gerade mein ganzes Ende versaut, Freundchen. Weißt du das? Ja. Wahrscheinlich weiß er es nicht. Scherenhand. Ich habe gerade Scherenhund gelesen. Hier binde ich jetzt Shana auch gerne mal in den Angriff mit ein. Sieht für mich nach so einem typischen Skorpionvieh aus. Passt auf jeden Fall gut in die Gegend. Das hier habe ich zuletzt immer hinbekommen. Diesmal auch. Ich wollte gerade sagen, diesmal kein Vorführeffekt. Sehr schön. Auf jeden Fall eine gute Defense, das Vieh. Also die anderen haben deutlich mehr Schaden gefressen, wenn der Orkanstab denn gelungen ist bei Albert. Oh, guck mal, zum Abschluss noch ein schönes Level up. Wäre mir bei den anderen zwar lieber gewesen, aber wir wollen mal nicht so wählerisch sein. Und dann darf ich das Ganze gleich nochmal abspeichern, aber ist nicht schlimm. Jetzt sage ich aber wirklich tschüss, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.